Morgen. Es ist noch verdächtig ruhig auf den Straßen. Wir haben 4.08 Uhr. Zeit zum Aufbrechen. Wir wollen heute ins Höllental fahren. Das ist auch verdächtig. Eine gefährliche Passage. Geht, dann ist das Überwinden der Sicherungen der Nachsteiger. Ich glaube, der Armbanduhr. Lass mal wieder umsteigen. Ilse Buck lässt grüßen. Fix noch mal. Ich bin erst nach oben schon gegriffen. Bevor ich auf der Hagen da ist. Passt das so jetzt? Ja. Irgendwas habe ich da noch um meine Beine geschlungen. Na, es ist ein bisschen lang, aber das also macht nichts. Kann man nicht ändern. Unter mir steht der Christel. Na, du hängst da gleich ein. Da drüben. Kameramann in Gefahr, kann ich das so. Naja, die Stars bleiben gleich, aber natürlich die Kameramänner werden verbraucht. Die werden gebraucht. Also geh. Die Stars werden gedoubelt. Ich bin bei der langen Schlingen. Ah, siehst du mich. Ich traue mich schon nichts mehr angreifen da. Ja. Thank you.
Gewicht heute nicht mehr. Dann sind wir auch schon da relaxed. Technisch gelöst. Ohne lang überlegen. Noch der Schmach. Aber ach. Also ich möchte nur sagen, das Ruckeln von der Kamera ist dasselbe, was mir da dauert. Aha. An mir zerrt. Was? Was ist das denn? Keine Ahnung, ob es da jetzt links oder rechts weitergeht. Das werden wir noch eruieren. Und wie findest du den hangenden Stein neben deiner rechten Hand? Genau. Ja. Ja, cool. Gut, das ist auch nicht in unserer Falllinie. Ja, nein, das passt nicht, ja. Da gehört jetzt auf. Du auch. Der König. Mehr oder weniger. Unter der Kniehöhe ist ein Absitz. Hm? Nein, geht nicht. Ich muss dann irgendwo eine Höhe gewinnen. Dann reden wir weiter. Da gibt es irgendwie keinen Express mehr gehabt. Ja, das habe ich da eh nachgeschrieben. Was? Dass ich drei habe, aber das war schon zu spät. Am Ausstieg. Halb 10 ist. Mittag sind wir daheim. Die Arbeit ruft. Ich gehe mal wegschauen. Ich werde wegschauen, aber nicht schauen. Warte, geh unauffällig vorbei. Von mir kann ich, dass das gestört ist. Ich glaube, da geht's lang.